Moin, ich bin Gambit-Spieler und ich begrüße euch zu einem neuen Video der Reihe Eröffnungsfallen, Eröffnungsfehler. Und in diesem Video geht es um das sogenannte Blackburn-Gambit bzw. die Blackburn-Falle. Die Falle ist nicht unbedingt sehr gefährlich, es sei denn, man tritt zweimal drauf. Aber schauen wir uns die mal an. Wie geht die überhaupt? Wir fangen mal ganz normal mit E4, F5 an, Springer F3, Springer C6. Läufer C4. Soweit so normal. Und nun spielt Schwarz Springer D4. Ja, Schwarz opfert seinen E5 Bauern. Es ist verlockend, den zu nehmen, aber damit würde man den ersten Schritt in der Falle begehen. Solider ist es hier, definitiv, einfach den Springer zu schlagen. E schlägt D und dann Rochade und Weiß steht absolut solide. Hat seinen König sicher, seinen Läufer entwickelt. Schwarz steht immer noch auf der Grundreihe. Also kein Problem. Aber was passiert nun, wenn Weiß auf die Idee kommt, ich nehme den Bauern? Immerhin ist es ein Bauer. Dann kommt Dame G5. Und nun muss Weiß zum zweiten Mal in die Falle treten. Also praktisch einen zweiten nicht so guten Zug machen. Und das wäre Springer F7. Sieht logisch aus, man greift ja die Dame und den Turm gleichzeitig an. Aber das führt zu großem Ungemach. Denn im schlimmsten Fall zu einem schnellen Matt. Dame G2. Wenn jetzt Weiß sagt, ich möchte Turm behalten. Turm F1. Turm E4. Läufer E2. Springer F3. Matt. Ein sogenanntes ersticktes Matt. Oder halt Dame E2. Springer nimmt die Dame. Läufer nimmt die Dame. König schlägt F7. Auch hier hat Schwarz klaren Vorteil. Also wenn man schon wirklich auf diese Falle reingefallen ist, dann nach Dame G2. Vielleicht noch D3 gegenspielen. Aber nach Dame H1, König D2, notgedrungen. Springer F3, König E2, weil man sonst die Dame verliert. Dame H2. Jetzt kann Weiß den Turm nehmen. Aber nach D5 ist die Partie wirklich endgültig weg, weil was soll Weiß spielen? Läufer D5 schlagen hilft nichts gegen Läufer G4. Kann nur noch Dame F1 eigentlich retten. Springer D4. Jetzt muss schon König E3 kommen. Und wir sehen hier schon extreme Probleme für Weiß. König D2 funktioniert gar nicht wegen Läufer B4, C3, Dame F4, König E1 und Springer C2 matt. Bzw. wenn man unbedingt anders matt setzen möchte, Dame C1 matt. Also ihr seht schon, eine böse Falle, wenn Weiß mit dem Springer nimmt. Aber was passiert, wenn Weiß jetzt sagt, nach Dame G5, ich nehme mit dem Läufer. Das ist nämlich der Pferdefuß an dieser Falle. Läufer F7 ist doch der beste Zug und es ist spielbar. Es ist nicht einfach, aber es ist definitiv spielbar. Wenn der Schwarz sagt, König E7, kurze Rochade. Jetzt nimmt Schwarz den Springer. Dann kommt einfach der Tausch des Läufers gegen den Springer. Turm G8. C3, Springer C6 und D4. Weiß hat zwei Bauern für die Figur, hat ein solides Zentrum. Der schwarze König ist im Zentrum sehr unsicher. Fritz zeigt sogar hier eine vorteilhafte Stellung für Weiß an. Es ist nicht einfach, aber ihr seht, es ist spielbar. Zumal Schwarz hier wirklich noch ein bisschen unterentwickelt ist. Ideen könnten jetzt sein, falls jetzt Dame F6 kommt, mit F4 weiter Druck aufzubauen. Andere Züge für die Dame gibt es eigentlich kaum. Auch hier Dame A5 kann Weiß eigentlich normal sich weiterentwickeln mit wieder F4. Also ihr seht schon, Weiß greift an und das, obwohl eigentlich eine Falle sein soll, die im ersten Blick jetzt vielleicht doch nicht so stark ist. Aber wie gesagt, man hat eine Figur mehr. Ob man spielt, das muss das Schwarze entscheiden. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Gambit-Spieler.